Martin Suter, Business Class, Live-Lesung im Casino-Theater Winterthur, ein Diogenes Hörbuch. Held der Arbeit Schwegler. Schwegler ist wieder da. Das heißt, gesehen hat ihn noch niemand, aber laut Absenzenplan ist Schwegler wieder da. Sein BMW steht in der Tiefgarage und seine nicht Sekretärin, sondern persönliche Assistentin hat gemeldet, dass schon, als sie am Morgen kam, sein Aschenbecher voll war, 6 halbleere Styroporbecher Kaffee herumstanden und sein leichter Baumwollkittel über der Lehne des Besucherstuhls hing. Wahrscheinlich hat er schon einen 6-Stünder hingelegt vor dem Frühstück. Typisch Schwegler. Jetzt ist er sicher irgendwo im Haus und lässt sich updaten, entschlossen, noch vor Mittag die 2 Wochen Ferien ungeschehen zu machen. Schwegler, der kapitale 80-Stünder, ist wieder im Revier. Kurz nach 10 hält ein Taxi hinter dem Haus. Schwegler, ausgeschlafen, gebräunt und ohne Kittel, betritt die Firma durch das Postbüro. In eine mitgebrachte Aktennotiz vertieft. Er steigt elastisch die menschenleere Treppe hinauf zum ersten Stock und wartet dort, konzentriert lesend, auf den Lift. So wird er von Frau Wendt, die sich mit dem neuen Mitarbeiter Weber auf einem Rundgang befindet, gesehen. Direktor Schwegler, 80-Stunden-Woche, flüstert sie, und dem Neuen wird etwas unbehaglich. Im 4. steigt eine Mitarbeiterin zu, grüßt erschrocken und drückt verlegen auf 5. Stock Rechnungswesen und Finanz. 1 Stockwerk nur. Schwegler schaut irritiert von seiner Lektüre auf. 22 seiner Sekunden, a 11 Franken, ist sie seinem vorwurfsvollen Schweigen ausgeliefert. Im Vorzimmer begrüßt ihn die persönliche Assistentin. Schön, dass Sie wieder da sind. Wie waren die Ferien? Die Ferien... Ach so, ja, die Ferien, doch, doch. Dann zieht er sich in sein Büro zurück. Keine Störung bis Mittag. Er setzt sich in seinen bequemen Sessel, schließt eine Schublade auf und nimmt die Zeitschrift heraus, in der er gestern las, nachdem er sich wie jeden Sonntag von der Familie abgesetzt hatte, um im Büro Spuren für den Montagmorgen zu legen. Zigarettenstummel, Kaffeebecher, Kittel über die Stuhllehne, Auto in die Tiefgarage. Um 11 konsultiert er sein Time System Kapitel Lokale und entscheidet sich nach 2 Wochen Meerfrüchten für eine Landbeiz mit Schweizer Butterküche und einem unverkrampften Verhältnis zu Innereien. Er lässt sich einen ruhigen Zweiertisch für einen Arbeitslunch reservieren und beginnt mit der Evaluation seines Lunchpartners. Um 2:30 meldet er sich vom Parkplatz aus über sein Nattel aus einem Stau und geht in die Landbeiz zurück. Um 4 ist er wieder im Büro und beraumt eine Sitzung an auf 6. Die Zeit bis dahin arbeitet er an seinem Arbeitsrapport. Die Sitzung leitet er mit routiniert vorgetäuschter Effizienz und hebt sie kurz nach 7:30 mit dem Hinweis auf, dass er noch zu tun habe. Er wartet die Putzekippe ab und legt dann die Spuren für den nächsten Morgen. Zigarettenstummel, 5 halbleere Kaffeebecher. Dann geht er den Kittel für den nächsten Tag aus dem Kofferraum holen und hängt ihn über die Lehne des Besucherstuhls. Bevor er ins Taxi steigt, wirft Schwegler einen letzten Blick zum Bürohaus hinauf. Alles dunkel, nur bei Schwegler brennt natürlich noch Licht. Weibliche Element. Aha, rutscht es Eberli heraus, als sich die Türe öffnet und Frau Stöckli die Bewerberin hereinführt. Aha, eine Dame. Er erhebt sich aus seinem Sessel und Stahl und Signer tun es ihm nach. Das Geschlecht von Claudia Staub ging aus den Bewerbungsunterlagen klar hervor. Und das Foto, das ihnen beilag, hatten sie beim Café, Frau Stöckli räumt eben die leeren Tassen ab, diskutiert.
Es wird der Wirklichkeit nicht gerecht, stellt jeder der drei Führungskräfte für sich fest. Es wird von ihr übertroffen. Frau Stöckli murmelt, ich lasse die Herren jetzt mit Frau Dr. Staub allein und verzieht sich, bedeutungsvoll, wie es Eberli scheinen will. Die Herren stellen sich vor und bieten der Bewerberin einen Stuhl am Sitzungstisch an. Dann setzt sich Eberli gegenüber, flankiert von Stahl und Signer. Die drei haben einen schweren Vormittag voller entmutigender Interviews.